Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. So, die letzten Quests, die wir hier offen haben, stehen noch an. Wir fangen heute mal an mit der Obeliskenforschung. Ich bin schon mal auf der Ödlandwarte. Hier ist unser Ziel. Da wollen wir mal schauen, ob wir dahin flattern können. Ich flatter mal von hier los. Ausdauer ist ausnahmsweise ja mal da. Dann schauen wir mal, wie weit ich hier so komme. Ist das im Miasma oder ist das da unten? Müsste ja eigentlich irgendwo hier so ein Obelisk mal rumstehen, ne? Lass mal gucken, ob wir den direkt erreichen können. 300 Meter? Ich glaube, ich müsste da oben drauf. Schaffst du das noch? Was ist denn das hier für eine Bude? Wo ist denn Musch? Oh, Scheiße. Oh, wow. Der Rosenmuschelbau. Ich glaube, ich habe es nicht ganz hinbekommen, wo ich hin wollte. Wir können ja auch hier mal eben gucken. Was geht hier denn ab? Das ist hier aber ganz schön Keller angelegt. Hier, das sind nur Pflanzenfasern, ne? Ja. Kletten. Sehr interessant. Oh, wir haben noch nie was von Kletten gehört. Ich meine, zumindest nicht in dem Spiel hier. Na, nimm den Safran auch noch mit. Ist noch was zu lesen? Träumen. Meine Familie und ich haben fast ein ganzes Jahr lang nach diesem Land gesucht. Ich erkenne zwar einen guten, fruchtbaren Boden, wenn ich ihn sehe, aber ich war nie zufrieden. Und dann eines Tages kamen wir über diesen Kamm und ich sah, wie die Setzlinge sprossen. Ich konnte die Nährstoffe in der Erde auf meiner Fingerspitze schmecken. In dieser ersten Saison war mein Vater noch besorgt, dass ich die falsche Wahl getroffen hatte. Aber als der Weizen geerntet wurde und wir dadurch Brot für den Winter hatten und Geld in der Tasche, sagte er mir endlich, wie stolz er war. Aber allmählich bin ich dem Hof entwachsen. Ich habe meine Sachen gepackt und plane, meine eigene Taverne in Bruchshafen zu eröffnen. Und ich könnte mich kaum noch mehr darauf freuen, ob mein Kochtalent mit Reisenden aus nah und fern zu teilen. Bevor ich abreise, möchte mir meine Mutter noch ein Geschenk mit auf den Weg geben. Frage mich, was es sein könnte. Emily Frey. Hier kommt sie her, die Gute. Okay. Das ist ja schon ein komplett eingerichtetes Haus hier für uns. Mit Farmanlage. Deine Schatztruhe mit ein paar Eisenpfeilen. Jo, guck mal, wie viele Beete das hier gibt. Was es nicht alles für geile Orte noch abseits der Quests gibt, ist ja der Oberhammer. Hier waren wir gerade drin. Links einmal rund, testen wir nochmal die andere Seite eben an. Was ist denn da drin? Oh, da ist jemand. Das ist so ein Mini-Ding. Ein Mini-Käfer. Oh oh. Das ist ja nicht so schön hier. Warte mal, Leute. Ich glaube, ich muss noch mal ein Licht investieren. Das ist ja stockfinster hier drin. Cool. Okay, aber nichts von echtem Wert, glaube ich, für uns. Oh, einmal Mehl. Ein paar Federn. So, warte mal, jetzt geht es aber nur hier lang, ne? Ja. Da kommen wir bestimmt wieder raus. Nimm mal deine Keule in die Hand.
Das war hässlich hier. Das ist doch bestimmt so ein Bombending, oder? Ich hab's genau gewusst. Du Stinker. So nämlich, verzieht euch. Mehr war doch nicht. Sag mal. Was ist ja verworren hier? Gut, hier sind mehr Kletten, die nehmen wir jetzt mal mit. Roter Stoff, sehr nice. Wie groß ist das? Okay. Erstmal Meteor. Mittlerweile bin ich doch recht neugierig auf den Zauber. Ne? Es gibt ein paar coole Zaubersprüche. Hier geht es tatsächlich gar nicht weiter. Ne? Oh. Glassplitter. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst hinlaufen soll. Fossiler Knochenstaub, Überlebensfläschchen. Cool. Bisschen Leder. So viel zu. Mal gucken, wie schnell wir diese vier Quests fertig kriegen. Ich habe noch nicht mal angefangen mit der Quest und bin hier schon wieder gefangen in einer ziemlich geilen Location. Oh Gott, jetzt aber... Jungs, was macht ihr denn hier? Mach was! Mach was! Ja, solange das Licht noch an ist, ne? Gucken wir hier nochmal. Ein paar Federn, Glassplitter. Durchaus ein paar vernünftige Ressourcen. Ich gehe erstmal geradeaus. Ist hier ein Badezimmer oder was? Jo. Wie immer Nägel auf dem Klo. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Aber auf jedem zweiten Klo liegen ja irgendwelche Nägel rum. Oh. Ey, voll die fertige Hütte, ne? Hier kannst du einziehen, du. Bisschen düster, muss schön ausleuchten. Aber geht schon. Haben wir es hier, ne? Okay. Warte mal, wo war ich denn jetzt noch nicht? Ah, hier geht's wieder hier rüber. Ah, okay. Da war ich, hier war ich. Geht's auch nochmal runter. Hier war ich gerade.
Scheiße, ich bin schon wieder fertig. Mann, mehr als eine Abzweigung ist schon wieder zu viel für mich. Gucken wir nochmal hier oben, ist da auch noch was. Nur ein paar Bretterbuden. Da gibt es eine fette Höhle. Nehmen wir das noch mit. Immerhin ein Stoff. Ach, das sind hier zwei. Ja, tatsächlich. Das sind zwei von diesen. Ist ja wild. So, warte mal. Wir müssen 86 Meter. Müssen wir hier hoch? Dann wäre ich jetzt aber schon falsch, ne? Oder wir müssen hier rein. Ich glaube fast, das ist oben drauf. Trotzdem würde ich mal hier in die Höhle gucken. Ah, das ist nur ein Durchgang oder was? Ja. Komme ich hier besser nach oben? Lapislazuli holen. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Hier sind die Brunnenblöcke. Okay, da würde ich direkt nochmal schauen. Irgendwie hoch. Für Leute, die nicht gern zu Fuß laufen, gibt es ja auch überall einen Haken. Das ist schon mal sehr gut. Schon wieder nur noch ein Licht mit, glaubst du es? Da geht es ganz nach oben. Okay, das Licht wurde verschwendet. Drecksviecher, ey. So scheiße zu treffen, ne? Ahnst es nicht. So, kurz mal eine Flasche nippen. So geht's aber. Die kann ich zumindest blocken, wie es aussieht. Okay. Richtung scheint zu passen. Wir gucken mal nach den Brunnenblöcken. Wo auch immer ich hier schon wieder bin. Und jetzt wird es leider gerade dunkel. Das ist nicht so geil. Darüber. Sind die irgendwo hier unten? Da oben im Turm. Okay, ich muss hier lang. Problem ist nur, dass es gleich echt dunkel wird.
und das Licht irgendwann auch mal ein Ende hat. Scheiße. Sind nicht weit weg hier von dem. Das könnte tatsächlich unten im Miasma sein. Ich nehme es mal an, ne? Also hätte ich doch noch eine Weile zu fliegen. Ich würde aber versuchen, erstmal oben zu bleiben. Ich hau mal schnell die paar Schergen da weg. Die sollten ja eigentlich kein Problem sein. Moin, Sim! Sagte er und kriegte grob was in die Fresse. Moment, beruhigen Sie sich. Das gibt's doch nicht. Stirb. Mann, sind die zäh. Als ich dachte. Hallo. So. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt haben wir's. Sehr nice. Erstmal Sporen und Münzen kann man ja ruhig mal mitnehmen, das schadet nichts. So. Da muss ich hin, ne? Ja. Ich gucke jetzt mal eben oben drüber, so dicht ich komme, und dann müssen wir entscheiden, ob wir runter müssen oder nicht. Aber wenn du erstmal unten bist, ist manchmal nicht so geil, wieder hochzukommen. Da drüben sehe ich einen Höhleneingang. Ich gehe mal hier hoch und dann machen wir mal einen Flattermann. Ich hoffe, ich komme hier hoch. Müsste aber eigentlich gehen. Doch eher hier, oder nicht? Was ist da? Ne, der Obelisk kann das nicht sein. Ah, Standort unten, okay. Ich mal hier einen auf Landung. Dann müssen wir wohl doch hier runter ins Miasma. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Dass ich dann wieder ewig nicht weiß, wie ich da rauskomme. Na, jetzt quasi. Okay. Jetzt gehen wir halt runter. Ich bin da. Standort unten.
Okay. Im Elixierbrunnen oder was? Okay, das könnte haarig werden. Schon mal hier, das ist gut. Hier geht's runter. Lass mal gucken, wer da wieder alles auf uns wartet. Letztes Mal war der Doppelwüstling da. Muss ich mich mit Doppelmutti rumschlagen? Wer kommt jetzt? Das sind bestimmt hier unten die Brunnenblöcke, oder? Da sehe ich schon mal direkt die Wurzel. Oh Gott. Wo ist denn jetzt hin? Oh. Unangenehm. Okay. Es nützt ja nichts, wir gehen voll rein. Ich esse vorher nochmal eine Kleinigkeit. Und dann ab. Nein, Entschuldigung. Ich sehe niemanden. Stecken ein paar. Freunde, was ist mit euch? Seid das nur ihr paar Zwerge hier oder was? Oh, das war sogar nur ein. Scheiße! Nein! Hör doch auf! Aua! Okay. Okay, wir müssen unbedingt Damage machen. Hau rein jetzt. Los hier. Alter, ist der hässlich. Boah. Oh, klar. Nicht doch. Oh, hast mal einen Pfeil daneben gesenzt. Diggi, wie ist denn? Geh doch mal drauf, bitte. Okay. Wenn du dich jetzt nicht tausendmal treffen lässt. Oh, das ist schlecht. Ist egal.
Hey. Okay, jetzt mal ihn frisch. Oh oh. Nein! Okay, jetzt habe ich ein Problem. Wir haben ihn. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, glaube ich. Ich muss ja unbedingt wieder den Hut anzeigen lassen. Ich brauche mal einen Verband, bitte. Oh. Na, 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 na. Kleine Brutmonstrosität. Nice, wir haben's. Der kam überraschend. Da oben sehe ich auch was leuchten. Das könnten unsere Brunnenblöcke sein. Zum Schluss noch fast draufgegangen. Ey, glaubst du es denn? Ist auch alles Hässliche aufgefahren, was wir gefunden haben, oder? Ah ne, das ist eine Erstmalverlängerung. Warte mal, habe ich die Mission abgeschlossen? Nee. Ich hoffe, ich finde die hier unten noch. Das wäre scheiße, wenn nicht. Was, wo muss ich denn hin? Hier. Ich bin da. Die sind aber nicht hier irgendwo vergraben, oder? Ich hätte jetzt eher geschätzt, dass sie über mir noch sind. Was ja auch ziemlich scheiße wäre. Hier irgendwas, wo man hier offensichtlich was graben kann? Was? Da hinten stirbt gerade was. Hier oben drauf? Nee. Okay, ehrlich gesagt habe ich keinen Plan. Entschuldigung. Junge, Junge. Eigentlich sind die eher jetzt noch rechts von mir. Bin ich mitten im Gebiet, aber es kann doch niemals sein, dass ich hier irgendwas aufgraben muss, um diese Brunnenblöcke zu finden, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah,
Ey, das kann doch nicht Sinn der Sache sein, das glaube ich nicht. Dann müssen die über mir sein? Dann lass uns noch ein bisschen umgucken hier. Kommst ja auch nirgendwo. Doch, hier kommst du ein bisschen hoch. Oh Gott. Oh Mann. Verflucht noch eins. Ja, da lachen sogar die Krähen, ey. Ich übersehe wahrscheinlich wieder irgendwas. Aber mir ist nicht ganz klar, wo das hier ist, sein soll. Also hier, das bringt mich nicht weiter auf jeden Fall. Man sagt nicht, die sind hier, oder? Eieiei. Okay, es ist eine Kiste ein bisschen weiter weg vom angestammten Punkt. Scheiße. Na gut, jetzt haben wir, was wir wollen. Dann können wir hier wieder raus. Spinnst du? Ach du Scheiße. Hey! Herrgott, noch eins. Okay, ich muss los. Wo ist der Sack, der hier dauernd auf mich wirft? Was ist da los? So. Wo ist jetzt der Kollege? Habe ich ihn abgehängt oder was? Hä? Wo ist er denn hin? Ach, da bist du ja. Wo komme ich jetzt hier? Ja, ich weiß doch Bescheid. Scheiße. Okay. Das ist ganz schön kräftig, der Dude. Junge, Junge, hält er was aus? Ist ja ekelig. Boah. Da bringt nicht mal der gnadenlose Angriff besonders viel. Kommen Sie. Alter Schwede, muss man sich ja fast schon konzentrieren, dass man ihn überhaupt wegkriegt. Ja, einmal hoch bitte. Danke sehr. So, wie kommen wir denn wieder raus hier aus der Bude? Oh mein Gott! Nee, nee. Das überlebe ich. Okay. Wie immer souverän gemeistert. Hilfe, wo ist hier der Ausgang, Mann? Ah, da, okay. Auf diese roten Teile habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Würde ich wohl wieder rauskommen. Was denn, Leute? Okay, nix wie weg hier. Ist ja gruselig.
könnten uns rein theoretisch auch porten. Aber ich hätte gerne nochmal geguckt. Ist hier jetzt auch klare Sicht? Dann würde ich mal gucken, ob ich von hier vielleicht noch besser... Hey, das ist alles Roger. Naja, Obelisk-Forschung ist jetzt leider wieder oben. Ne? Ich gehe mal hier vom Zuhause und gucke mal, dass wir da vielleicht noch rüberkommen. Meter hier in die Richtung. Bleib, wo der Pfeffer wächst, oder Vogel. Ich hab keinen Bock auf dich. So, mal gucken, ob wir da nochmal schnell hinfliegen können von hier aus. Sieht nicht recht vielversprechend aus. Kaktus. Also darüber muss doch irgendwo ein Obelisk stehen, oder? Oh, ist mal hier Kollision im Luftraum. Siehst du einen? Hier oben vielleicht. Standort oben. Oh, okay. Ach, da ist er ja. Oh Gott, ich hoffe, ich komme jetzt hier noch irgendwie hoch. Ah, hier, sehr gut. Ah, da kommen wir doch hin. Ah, Gott sei Dank. Dann haben wir ja doch noch zwei Aufgaben direkt erledigt. Der Obelisk und der Erbauer. Das ist doch gut. Jawohl. So. Lesen wir mal. Von dem Makel in uns allen. Geheimniswahrer des Ödlands. Alle Obelisken im Ödland untersucht. Nice. Vielleicht wurde die Flamme schon immer verdorben. Geblendet vom eigenen Licht. Oder vielleicht sind wir schuld. Der letzte Makel zu hoch über den Rest gestellt. Ein Fall, der so tief war, dass er selbst die Abgründe der Sternfallkönigreich in den Schatten stellte. Ein Versagen, das uns auseinanderreißen wird. Getrennt, durcheinander. Unsere Jungen ertrinken im Krieg, unsere Alten sind in den Sternen eingesperrt. Eine Fehleinschätzung. Asche zwischen Sternenfeuer. Wir alle müssen von vorne anfangen. Manator. Okidoki. Der gute alte Mana-Tour, Alter, 5000 Meter ist der Punkt weg. Was habe ich denn da jetzt für Mission angewählt? Achso, das ist bestimmt die Plasmapresse, ne? Die ist ganz auf der anderen Seite der Map. Jo. Okay, sind wir eigentlich schon am Ende unserer Tour angelangt? Ich flatter nochmal schnell hier runter. Richtung Taverne. Das machen wir dann aber tatsächlich erst beim nächsten Mal. Ich halte mal eben hier an dem Speicherpunkt oder was? Ah, geil, wieder sehr elegant. Loki. Jawollo. Verfolgt mich was? Nö. 91 Meter darüber. Oh ja, Giftsäcke brauche ich für neue Pfeile. Ist gar nicht mal so verkehrt. Sind hier eigentlich
Da oben irgendwo ist die Taverne. Was haben wir denn hier in der Nähe? Verdammt. So ein Drecksack. Hochshafen da drüben, ne? Ja, da kommen wir doch von hier beim nächsten Mal super hin. Gut, dann würde ich sagen, das schauen wir uns dann tatsächlich in der nächsten Folge an. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich mache mir erstmal kurz nach Hause. Und was haben wir denn hier für Waffen bekommen? Nichts Geiles, ne? Ne. Allerdings die Brunnenblöcke, da werden wir nochmal ein Auge drauf machen. Ich habe noch keine Ahnung, wofür man Kletten braucht. Vielleicht finden wir das auch noch raus. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut, bis denn. Tschüssi.